Es kann losgehen und wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Tag zusammen. Und heute heißt es also Ingolstadt gegen Borussia Mönchengladbach. Buschi, was erwartest du von der heutigen Gastmannschaft? Ich bin ja mal auf Ihren Auftritt heute gespannt. Die gucken ja auch auf die Tabelle und sehen, dass es im Moment wirklich düster aussieht. Hoffentlich lassen Sie sich davon nicht beeinflussen. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Er hat eine unglaubliche Spielintelligenz, eine tolle Übersicht. Wenn Sie ihn ausschalten können, dann haben Sie eine Chance. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Meinst du, die Ingolstädter können sich festsetzen in der Bundesliga? Ich glaube schon, dass das Fundament des Clubs sehr solide ist. Wichtig wird sein, dass man in dem Projekt nicht zu schnell und zu hoch hinaus will und sich dann übernimmt. Wenn sie den Weg Schritt für Schritt weitergehen, dann kann das was werden. Leiten wird diese Begegnung Harald Fimmler. Und Suttner. Er spielt den Pass zurück. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt ist er vorbei, schlecht verteidigt. Da setzt er groß. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Schwache Flanke, geht er rein. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Geht vielleicht was für Gladbach. Sauberes Tackling von ihm. Einwurf für die Gladbacher. Fabian Johnson. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Und Raphael. Stindl. Hazard! Gute Aktion vom Torhüter. Und es gibt Eckball für Borussia Mönchengladbach. Hazard! Und den Ball hält der Torhüter fest. Groß. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Und Raphael. Stindl. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Groß. Jetzt müssen sie aufpassen. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Amar Cohen. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Klasse gespielt. Dario Lezzano. Und Eckstoß.
Der Ball kommt. Und das gibt Freistoß für Gladbach. Und jetzt ist er schon wieder bereit. Ja, unglaublich. Die Verletzung scheint doch nicht so schwer zu sein, wie befürchtet. Oder er beißt einfach extrem auf die Zähne. Das könnte die Chance werden. Da kann er ihn stoppen. Da geht er dazwischen. Und Raphael. Er lässt sich von dieser leichten Blessur nicht aufhalten. Es geht weiter. Ja, und genauso kennen wir ihn, Wolf. Er kämpft immer für die Mannschaft, so auch hier. Groß. Hinterseher. Das könnte gefährlich werden. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Abstoß, Ball war draußen. Wendt. Dahoud. Stindl. Hazard. Wendt. Und nun Raphael. Jetzt mal die Gladbacher. Gute Aktion. Cohen. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Der Ball ist im Aus. Es gibt Ecke. Von Raphael kommt zu wenig in diesem Spiel. Buschi. Tja, das ist zu wenig, was er hier heute zeigt. Das kann er viel besser und das weiß er auch selbst. Da kommt der Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Eckball. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Anstoß Mönchengladbach. Es geht weiter. Jupp, der zweite Abschnitt läuft. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Hazard. Kramer. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Roger. Es gibt hier Einwurf. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Stindl. Sauber vom Ball getrennt hier. Roger. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Groß. Da passt der klasse auf. Es bleibt beim Unentschieden. Den hat er richtig gut abgewehrt. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Stark gemacht, das könnte was werden. Hazard! Klasse aufgepasst vom Torwart. Und da ist der Torwart da, er hält das Unentschieden fest.
Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Macht er den? Dario Lezzano. Chance lebt noch. Wieder im Tor aus, wieder Eckball. Interessante Statistik, wie ich finde. So also waren die Ecken heute verteilt. Und Raphael. Fairer Einsatz hier. Ja, das gibt Einwurf. Nun Hermann, Dahoud. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. In der Grafik sehen wir jetzt, wie die Ballbesitzwerte verteilt sind. Viel nehmen sie sich da nicht, das war auch mein Eindruck vom Spiel. Und die Gladbacher kommen. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Sehr gut reingespielt. Hier steht der Verteidiger gut, er hat den Ball. Nun Lecky. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Geht vielleicht was für Gladbach. Mein Fehler. Entschuldigung, da habe ich mich geirrt. Nun Lecky. Und offensichtlich kann er trotz seiner Beschwerden weitermachen. Ja, er will sich durchbeißen. Hoffentlich macht das dadurch nicht noch schlimmer. Er schießt. Und den Ball hält der Torhüter fest. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Sehr gut aufgepasst. Cohen. Alfredo Morales. Ball im Aus, es gibt Einwurf für die Borussia. Und jetzt hat er Feierabend. Ordentlicher Auftritt, denke ich. Hazard. Lex. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Und Suttner. Sie trainieren viel mit dem Ball. Und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Jetzt mal die Gladbacher. Fairer Einsatz hier. Klasse gespielt. Guter Steilpass. Raphael! Und das war jetzt wirklich ärgerlich. Wenn der drin gewesen wäre, hätte es ganz gut ausgesehen. Ja, das Ding wäre wichtig gewesen. Trotzdem ein guter Versuch. Hier konnte sich kein Team durchsetzen. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen.